So, nun ist es endlich soweit. Wir montieren die Bremsen. Und weil es so schön ist, lange neue Griffe. Leider habe ich nämlich versucht, vorher schon aufzunehmen, weil ich nämlich schon die mechanische Vorderbremse demontiert habe. Nur hat die Kamera nicht aufgenommen. Warum? Keine Ahnung. Irgendwas kann passieren. Es ist aber noch nicht viel passiert, außer vorne, wie gesagt, die Bremse abnehmen. Und ich habe schon den Schlauch hinten gekürzt. Da gilt es jetzt nur noch, den Nippel zu montieren und die Olive. Und ja, und nachfüllen natürlich. Ne? Lüften, nachfüllen, normal. So. Aber zuerst werde ich, weil eingezogen habe ich es ja schon, wie ihr seht, oder auch nicht seht, je nachdem, also die Kabel oder Schlauchführung, Bremsschlauchführung, Süd. Hallo. Hallo. Ist schon montiert. Diesbezüglich machen wir jetzt einmal die hintere Bremse. Jo. Und dafür habe ich extra Nippel und Oliven. Die werde ich jetzt mal machen und dann einfach mal fixieren. Und zum Nachfüllen brauche ich natürlich Mineralöl und eben schauen, wo ich sage. Mal gucken. Nein. Das ist zu schwer. Da könnte es drin sein. Nein, da sind aber die Auffangbehälter und so weiter bei. Aber vielleicht bin ich ja da drin. Oder habe ich es anders drin? Nein, das ist nur Magura. Vielleicht da drin. Wo habe ich es? Hier habe ich es. Oh, es war nicht mehr viel, aber wird reichen müssen. Wird eng, glaube ich, ne? Vielleicht haben wir noch eine zweite. Ne. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube nicht, aber werden wir sehen. Ansonsten werde ich morgen los müssen und hoffen, dass ich das noch kriege. Aber gut, erstmal montieren und dann die Befestigungsschraube und die Tülle, Hülle, wie auch immer, die ist schon drüber. Dann werden wir jetzt erstmal die Nebel nur ziehen. Und jetzt einfach den Nippel. Ich
Den Nippel gibt es von, eigentlich ist es immer überall dabei, aber diesmal ist es nicht dabei. Was aber nicht das Problem ist, weil diese habe ich zum Beispiel hier. Oder ich nehme eins. Ich mache mal die von Magura, weil die Schlauchdicke ist eigentlich immer gleich. Nehme ich einfach diese, dann nehme ich auch eine, kann ich verrutschen. Und dann werde ich einen Hammer brauchen. Und ich nehme eine Zange dazu. Im Endeffekt ganz einfach, ihr setzt hier den Schlauch rein mit ein bisschen Spielraum. So wie ich jetzt hier so, aber den Schlauch dorthin. So, und das ungefähr, ja, also 1,5 cm Platz ist. Dann nehmt ihr die Zange. Und drückt sie fest. Und dann nehmt ihr den Hammer und klopft dann ganz sanft drauf. Wichtig ist, der Nippel darf nicht mal einen Millimeter weiter rausstellen. Der darf nicht rausgucken. So, und das war's dann eigentlich schon. Nehmt ihr den ganzen Schmodder, steckt die Olive vorne dran. Ups, jetzt ist natürlich runtergerutscht. So, steckt sie rein. Und dreht fest. Zum Festdrehen nach der Maulschlüssel nehmen. Gut, das sollte dann eigentlich reichen. Kabel wieder drüber. Ein bisschen sauber machen. Jetzt habe ich das ein bisschen verdreht. Das werde ich dann mal ein bisschen anders drehen. Hat genug Spiel. Und jetzt greife ich natürlich ins Leere, weil er nachgefüllt wird. Aber ich kontrolliere jetzt nochmal, ob er richtig drin ist oder richtig sich zugezogen hat.
Das war Bremse Nummer 1. Das Nachfüllen werde ich jetzt dann zum Schluss machen oder nachher, wenn die Vorderbremse drin ist. Und ja, weil ich sie dann mit Sicherheit auch entlüften muss, weil ich so wie hier drin keine 1 Meter brauche. Ja, da werde ich jetzt erstmal die Lenker, die Griff machen. Den Griff abmontieren, damit ich den morgen machen kann, aber ich werde den gleich beide Seiten machen. Dafür gibt es die neuen NC17. Und zwar die S Pro Serie. Sind weiß, schwarz und somit mit schraubbaren Kappen. Also geschraubte Endkappen. Die schauen wir uns jetzt an. So, so sehen sie aus. Vom Grip her eigentlich recht cool. Und die haben dann hier einen kleinen Inbus. Wenn man den dann festschraubt, spreizt sich das hier und kreist sich dann mitten im Lenker fest. Und dann mal gucken, wie das aussieht. Aber die erstmal runter. Auf Anhieb den richtigen. Runter. Das ist das eine. Jetzt mal festmachen. Also festmachen, neu installieren. Auch hier wieder die rote Bremsklotzbremse, hätte ich mal gesagt. Vielleicht muss ich da nicht. Oh ja, doch. Einiges kürzen. So. Natürlich nicht vergessen. Ich nehme euch mal ein bisschen mit. So, wie ihr seht, der Adapter ist schon montiert. Und jetzt werde ich den Bremssattel montieren. Und natürlich dafür den rausnehmen.
Hier ist schon ziemlich lang. Dahinter glaube ich. Ich werde den dahinter legen. Ja, weil hier habt ihr nämlich dann auch schon, wie ihr seht, die Kabeldurchführung. Und somit muss ich den so oder so kürzen. Jetzt haben wir mal richtig drehen. Ausrichten tue ich dann später, wenn ich mit dem Kürzen fertig bin. Ich habe ein ganzes Stück, was ich kürzen kann. Aber jetzt werde ich erstmal die Griffe montieren, damit ich dann weiß, wie, wo, was, damit er dann vom Hebel her, damit hier der Hebel dann genau richtig sitzt, in seiner Position, wie er sein soll, und dann schauen wir mal. Okay, dann halt so. Gut. Schlauch kürzen als nächstes.
auch lösen. Platten nehmen. Vorne abschneiden. Ihr müsst den gleich durchführen. Und wichtig, jetzt gucken beim Einlenken, wie weit. Vorne macht er dann eh weniger aus, aber wir wollen es ja vernünftig haben. Damit werde ich den hier auch nochmal durchziehen. So. Und dann kann ich den ruhig auf den Spielraum lassen. So ein Stück kürzen. Und auch da, Olive, Nippel. So, auch hierfür nehme ich wieder diese zwei Klötze. Und den Hammer und gut festhalten. Jetzt nehmen wir die Olive mit dem Nippel, stecken es da wieder rein. Die Schraube fest.
Wurm. Bremst trotzdem. Ist schon fertig. Natürlich groß. Dafür setze ich mich drauf und schaue, welche Höhe am besten ist. Höher vielleicht. Gut, vorne muss ich nicht nachfüllen, das geht eh. Hinten muss ich leider nachfüllen. Geht mir auch am Arsch, die hält nicht. Gut, aber bis auf jetzt das Nachfüllen jo, bis jetzt auf das Nachfüllen hinten am Hinterrad ist das Bike jetzt eigentlich fertig. Ist nichts mehr zu machen. Funktioniert alles, jetzt noch hier ein paar Kleinigkeiten nur, also den Scheiß hier festschrauben oder abschrauben. So. Nachfüllen. So, und hinten dieses kleine Stückchen, was ich hier habe. Die Anti-Rutsch-Bitumen, was auch immer. Ne, Anti-Rutsch-Matte oder was das sein soll. Riecht aber mehr nach Asphalt. Also, ich schätze mal Dachpappe oder so. Hinten aber nur so rankleben, damit das hinten beim Sitzen oder bei den Hügeln nicht so auf den Kotflügel knallt. So, das war's dann im Endeffekt auch schon. Mehr ist nicht zu machen. Hat eigentlich eh lange genug gedauert. Jo, mehr ist daran nicht zu machen. Hat lange genug gedauert, bis der ganze Kram da war und endlich hier war und ja, bis es dann alles so gepasst hat, wie es soll. War das eigentlich schon relativ lange Zeit. Im Endeffekt, ja, war zwar lange, zwischendurch habe ich aber noch andere Dinge machen müssen und andere Bikes machen müssen, unter anderem halt auch Wolfgang sein, das ist auch jetzt fertig, die
Die Lampe bei ihm haben wir jetzt so montiert, das habt ihr leider auch nicht gesehen, wie bei mir. Flacheisen, dort wo Gepäckträger vorne installiert werden kann oder angeschraubt werden kann. Dort halt einfach dann mit Kontermutter einfach festgezogen, fertig, hält bombenfest. Ich werde da jetzt, wie gesagt, hier bei dem, wobei ich echt am überlegen bin, die CC-Bar nicht runterzunehmen, also die Rückenlehne, weil das stört irgendwo, es ist mühsam, es ist nervig. Wird bei ihm dem da jetzt eigentlich nur noch mit Olivenöl nachfüllen oder Mineralöl, damit er halt hinten wieder ordentlich bremst. Und ja, dann ist das Ding fertig zum Verkauf. Das ist jetzt Video Nummer 4. Ich habe zwar die anderen schon zusammengeschnitten, aber insgesamt würde es über 4 Stunden dauern. Und somit denke ich mir, 4 Stunden Video gucken will keiner, außer zum Einschlafen. Was auch nicht das Problem ist, könnt ihr gerne machen. Aber ja, denke mal, ich werde Step by Step jeweils 1,5 Stunden, je nachdem wie lange das dauert. So will ich es machen. Und ja, da könnt ihr halt so durchswitchen, wenn ihr wollt. Ich werde trotzdem mal laufen lassen. Werde jetzt mal hinten befüllen. Und die Kappen natürlich. Muss ich natürlich auch machen. Diese Kappen muss ich natürlich auch befestigen. Gut, sieht gut aus. Ja, wie gesagt, nochmal zu den einzelnen Daten. 24 Zoll ist das Ding. Hat komplett neue Reifen gekriegt. 24 mal 3 Zoll. Weil Reifen nicht dabei waren. Ohne Reifen kann er nicht fahren. Dann habe ich die Griffe neu geholt, die Bremsen habe ich neu machen müssen. Lenker habe ich lackiert, neue Lampe vorne, die große. Die Fender haben wir lackiert, Kette geölt, Vorbaukappe haben wir lackiert, Lenker, ja, habe ich glaube schon erwähnt. Dann diese dämlichen, komischen, schwarzen Radkappen, die ja eigentlich gut aussahen, aber das hat nichts gebracht, wenn sie im Endeffekt die ganze Zeit nur geschleift haben. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was das Ganze ausgemacht hat und was das Ding ungefähr wert ist, googelt einfach mal. Schaut einfach mal im Internet über Shopper-Fahrräder oder Custom-Bikes oder Lowrider oder wie die genannt werden. Da könnt ihr dann einfach mal verschiedene Dinge euch angucken und auch verschiedene Modelle, und es gibt ja wirklich geile Dinge. Einfach mal inspirieren lassen und gucken, was kostet so ein Ding, und wenn man es neu aufbaut und neu aufrüstet, so dass es halt fahrbereit ist und sicher ist, was man dafür verlangen könnte. Und vor allem, schaut euch mal ein paar Videos an, unter anderem bei YouTube oder TikTok, Instagram, was auch immer, wo ihr gerade unterwegs seid. Und was die Leute dazu sagen und wie viel Spaß sie daran haben. So, und vor allem, wenn man mit so einer Gruppe fährt oder mit ein paar Leuten, irgendwie so jeder ein anderes, neues, selbstgebautes oder selbst aufgebautes Ding fährt. Es ist eigentlich nur geil. Es ist nur Spaß. Rennen gewinnen tust du damit nicht. Wir wollen aber auch keine Rennen fahren, sondern wir wollen einfach nur in Ruhe, gechillt damit fahren und Spaß haben und
Man zieht Blicke auf sich und man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Das ist wirklich immer geil, genauso wie bei den Fatbikes. Und um mehr geht es mir nicht und anderen auch nicht. Wer das nur geldmäßig macht, okay, ja, toll, man kann kaufen, verkaufen, es ist auch alles schön und gut und alles legitim. Aber der Aufwand und der die Zeit, die man investiert, der Aufwand, die Ideen, die man sammelt und vielleicht guckt und macht, steht in keiner Relevanz oder in keiner Relativität zu dem, wie oft man fährt, beziehungsweise, also man fährt schon oft damit, aber steht zu keiner Relevanz oder Relativität, was das Ding emotional wert ist. Ja, weil man wirklich viel investiert an Zeit, vielleicht auch ein bisschen Geld, und was die Leute dann wirklich dafür zahlen wollen und können. In der heutigen Zeit eh, das ist eh klar. Aber es macht einfach nur Spaß. Und wenn man so ein Ding hat, was dann ein Einzelstück ist, es ist noch wertvoller irgendwo. Und dann zahlen die Leute das auch, ne? Aber muss jeder selber wissen. Das ist nur zum Cruisen, nur zum Spaß haben. Alles andere uninteressant. Und wenn ich das Teil dann verkaufen sollte, irgendwann, oder wenn das gute Angebot kommt, also unter 600 gebe ich es nicht weg. Das ist ganz einfach. Ich würde es nicht für unter 600 weggehen, sagen wir es mal so. Aus dem Grunde, nicht weil ich gierig bin, sondern weil ich weiß, was ich dafür bezahlt habe, weil ich weiß, was ich dazu investiert habe und der Aufwand und einfach dieses Drumherum. Und daher ist rein theoretisch die Relativität nicht gegeben. Es ist relativ. Auch wenn der Satz gerade ein bisschen komisch klingt oder irgendwo der Zusammenhang, ich mich da im Buschen verwurstelt habe, aber sorry. Kann passieren, mein Gott. Gut, dann nehme ich die, die werde ich festziehen. Sind die fest? Nein, die sind eh fest. Die packe ich dann da weg. Dann nehme ich die alten Bremsen, hü-mechanisch. Der hinten vorne, das ist auch so eine Mischdings-Bremsung gewesen. Also einmal Tektro und einmal Dengtai, keine Ahnung, irgendwo so ein China-Japan-Taiwan-Ding. Auch mechanische, also mit Bremsseil. Will ich überhaupt wissen, wie die Bremsbeläge aussehen? Ich schaue sie mir dann nochmal an. Ganz einfach. Gut. Ich werde jetzt gucken, ob ich da jetzt diese Adapter habe und ob die Bremsflüssigkeit soweit noch hält, hält ausreicht, damit ich das da einmal durchjagen kann. Hat man leichte Befürchtung. Aber ich werde das trotzdem mal so gut wie es geht reinpacken. Und ja. Mal schauen, dass ich morgen nochmal nachkriege. Aber ich glaube, ich habe noch irgendwo eine. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Müsste ich schauen. Ich werde die erstmal nachfüllen und dann schaue ich. Gut, aber beim Befüllen, das ist ein anderes Video. Das mache ich jetzt für euch extra. Oder ihr habt es schon mal gesehen, keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist es dasselbe wie überall auch.
Bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß baue, schalte ich ab. Danke fürs Zusehen. Diese vier Teile, die kriegt ihr. Falls ihr noch andere Dinge irgendwo findet, tun, mach, wie auch immer, seid ihr natürlich wieder dabei. Gut, na dann, danke und tschüss und viel Spaß beim Schauen. Winkel.